Hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ja, und wir müssen nun Views finden, damit wir nach oben gehen können. Keine Reaktion. Wo ist die Fuse aber? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schließe mal die Schublade. Was wir machen können, wir können noch das Videoband anschauen. Oder diesen Schrank dort hinten aufmachen. Ich weiß es nicht, was wir machen sollen. Wie viel Platz haben wir da noch? Ja, also Platz für eine Kassette haben wir noch. Ich hoffe nur, dass Mia hier nicht ist. Okay, hier ist safe. Benutzt für den Bolzenschneider. Könnte sein, dass hier noch die eine Kassette liegt. Nein, aber hier ist die Fuse. Okay. Nice, also doch gute Entscheidung. Sollen wir uns aber erstmal das Videoband anschauen, Leute? Oh Gott, Alter! Okay, da waren wir. Ist hochgegangen. 100%. Ich würde sagen, wir schauen uns das Videoband mal an, bevor wir was anderes machen. Okay. Aha. Plants Javis. Okay, jawohl. Das ist die. Das ist das Videoband aus der Demo. Ja, das ist es. Boom. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which. Make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Ich komme schon. Und wie oft, Leute, ich diese Sequenz gespielt habe. Das glaubt ihr gar nicht. Just don't be surprised if we have to make a change. New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ja. Ja, ich bin happy. Danke, Pete. Kein Geist zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir einen Geist hier sehen werden. Are we rolling? Ja, ja, wir laufen. Right, let's go. Schnell drehen. Funktioniert auch. Get wunderbar. Ich frag mich, inwieweit uns das noch helfen wird. Ob es genauso ist wie in der Demo auch. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Ja. Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Niemand da. What's the story, Andre? Oh. Abandoned farmhouse, missing family, foul play. Kein Geist, okay. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. Yeah. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Was ist das denn? Kann ich sie nicht verwendet? Achso. Oh, shit. Schauen wir mal, was genau ist das? Ah, das ist das, was wir gesehen haben. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre! Andre? Andre ist weg. Andre! Der Dietrich ist auch nicht da. Andre! Clancy, you see where Andre went? Nein, Mann, ich habe ihn nicht gesehen. Glaub mir. Der Dietrich ist nicht da. Geister in Bayou gesichtet. Ja? Hör auf. Das kann ich nicht öffnen.
Dann folgen wir mal Pete unauffällig. Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. Ist er hier oben? They come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Kopfhörer sind auch nicht da. You stick with me. Okay. Boah, hier ist auch nichts. What the fuck was that? Did you hear that? Ja, Mann, ich hab's gehört. Also komm, lass uns reingehen. Pete, ich glaube, wir müssen hier raus. Andre? Where the fuck is he? Ich fühle mich nicht so safe, Pete. Ich möchte hier raus. Andre, where are you, man? Oh Gott. Jetzt ist es noch ganz ruhig. What the hell? Was hat die Baker-Familie mit Umbrella zu tun? Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Oder irgendeine andere Organisation, die mit einer Art T-Virus rumspielt. Soll ich darunter? Okay. Oh, da war er. Ich habe ihn gesehen. Oh Gott. Alles klar, Mann. Mutiger Held, Pete. Also, diesmal ist die Leiter nicht kaputt. Ich sehe hier nur Shit, Junge. Da ist Pete. Come on, Pete. Pete, alles okay? Oh Gott. Mann, da kommt Daddy. Aber wir haben es mit ihm rausgeschafft in der Demo. Clancy ist entkommen. Jesus. Jesus. Okay, dann setzen wir mal hier die Fuse ein. Die haben wir ja. Okay. War die Tür schon vorher offen? Ah! It's okay. It's okay. It's me. Nein. No, you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that. It fucking hurts. Das Ding raus! Now, let's see what you feel. Oh! Nein, ach was. Wieso? Was? Ich hab meinen Arm verloren! Ich heal mich mal ganz kurz. Ich nehme meine Hand mit. Okay. Oh mein Gott! Ja, nice, okay. Scheiße! Ich hab meinen Arm verloren, Leute. Oh Gott, das wird nix. Munition und eine Knarre. Okay, fine. Okay. So, warte mal.
Haben wir hier etwas? In der Demo war hier eine Tür, also es war hier kaputt. Okay, gut. Okay, komm mal an mir. Ha! Da ist noch die Tür, die ist nicht vernagelt. Die können wir aufmachen. Oh! Mehr Munition, ist sehr gut. Mach die Tür zu. Wir machen die Bretter kaputt. Die Kisten. Scheiße, Mann. Ich find's nicht geil, dass ich meinen Arm verloren habe, also meine Hand. Zieht euch! Und da ist das Fenster, durch das ich entkommen kann. Hier ist auch nichts mehr. Okay, das ist der Raum aus der Demo. Und da ist noch mehr Munition. Nice. Oh mein Gott. Als ob wir hier rauskommen. Okay, wieder runter. Oh Gott. Ah! Lauf, Junge. I am okay. Oh shit. Come on. What? Verdammt nochmal! Alter, das gibt es nicht! Lauf, 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 lauf! Wo kommt sie jetzt her? Der Kern. Oh, sie ist hinter mir! Leggy, Leggy. Tür auf, Tür auf. They're relying on me. Everyone is relying on me. Everyone. Gute Frau. Oh Gott. Sie ist ja schnell. Oh Gott, sie fängt an zu rennen. Oh! Oh, okay. No. No choice. Wo kommt sie? Okay, alles klar. Come on, Frau. Oder vielleicht muss ich irgendwas finden, damit ich hier entkommen kann. Ich will helfen, du doch aus! Oh Gott. Oh, es ruckelt. Oh. Oh Gott! Gib mir das scheiß Ding hier. Okay, nee, dann. Ja, das ist scheiße. Okay, come on. Welcome to the family. What the fuck? Scheiße. Okay. Willkommen in der Familie, Junge. Oh, war das jetzt gut, dass wir unseren Arm verloren haben, Leute? Unsere Hand, verdammt. Arm.
Don't you die on us now. You have work to do. Oh nein, wir haben sie wieder. What the fuck? Total seltsam, Leute. Total seltsam. Aber jetzt sind wir mittendrin. Oh, hallo. Where am I? What the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? Eat it. It's good. Dumb son bitch wasn't no good if it hit him. Lucas! Nicht schon wieder? Hit-Boy's got to eat. He got to have his supper. Come here, boy. Let's do this. Nein, Mann, ich hab keinen Hunger, Mann. Get him, shit! He's not eating the check! He's not eating it! Get the hell out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it! He's son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast. My boy. Das war ein Zahn, oder? God damn it! I bet it's that cop again. God damn pigs! I'm coming back for you. Oh mein Gott, ich will hier nur noch weg. Und die Oma. Du wachst gleich auf, oder, Oma? I gotta get out of this. Na komm, bewegen wir uns hier mal und verschwinden von hier. Wie haben wir unsere Handböcke bekommen? Kacke, haben wir alles verloren? Ja. Wow, guck mal. Cool. Die Oma lebt und schaut uns an. Was ist das? Was? Where's my Mauer? Was? Ekelhaft. Keine sehr ausgewogene Ernährung. Guck mal da. Fühl. Was? Evelyn. Okay. Verschlossen. Traut? Cool. Ich werde nicht gesehen. Säge, Nikos Hardware, Seil, Tierhalsband. Wie viel Geld liegen gelassen? Zahme Geräusche. Munition, okay. Finde ich sehr gut. Was haben wir hier? Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dulwey reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Javis. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Dulwey gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ja, aber wir wissen doch eigentlich, dass der unverhüllte Abgrund, Clive A. O'Brien. Haben wir auch nichts. Wow, was kann ich da machen?
Eine Pflanze mit vielen wunderheilenden Nährstoffen stellt beim Verzehr eine kleine Menge Gesundheit wieder dar. Munition. Ha? Nimm das doch einfach mit. Wo haben wir unsere Hand wieder? Mein Gott. Wir sind aber jetzt mittendrin, Leute. Und ich will da ehrlich gesagt nicht erst vor die Tür gehen. Kann ich der Oma irgendwie wehtun? Blöde Kuh, ich hasse dich. So, hier nichts mehr. Ich muss da raus. Will ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich muss also etwas finden. Garage. Auch abgeschlossen. Wir bleiben erstmal hier auf diesem Stockwerk. Wir gehen nicht in die Garage. Sehr gut. Von der anderen Seite verschlossen. Alter, das erinnert mich jetzt so dermaßen an den ersten Teil. Mal da draußen, so ein Wohnwagen oder so. Oh oh. Oh oh. Die Oma ist weg. Er läuft hierher. Wo ist er? Oh Gott, er läuft hier rein. Oh Gott, er hat mich gesehen, weil er so geleckt hat. Oh shit. Was für eine Maschine. Er bricht einfach durch die Wand. Lauf, Junge! Oh, shit! Okay. Alter, bleib ruhig, komm, wir können drüber reden! Wir können drüber reden, Mann! Komm schon, wieso? Ah, was denn? Ah, Alter, hast du Power in deinem Bein? Was zum... Ich mach die Tür zu, du Arsch! Was auch immer das ist, Schlösser für die Kellerklappe. Okay. Was ist das denn? Hat er mich gesehen? Komm bitte nicht hierher, Mann. Doch, Mann. Was ist das für eine Tür, Alter? So, jetzt schauen wir erstmal hier. Das ist das verrückte Ehepaar von vorhin. Jack und Marguerites 25. Hochzeitstag. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo der Kerl ist. Ist hier was in dieser Jacke? Nein. Was haben wir hier? Lucas. Er sieht ziemlich arrogant aus. Februar 2013. So, und was ist das? Wer ist das denn? Könnte Mia sein. Alter, wie verrückt.
kommt er wahrscheinlich instant hier rein. So, ich heile mich mal ganz kurz. Ja, komm schon. Alter, wie es leckt gerade. Kannst du mal bitte aufhören? Boah, gerade überhaupt nicht flüssig. So. Ne, meine Gesundheit, da geht's noch einigermaßen gut. Aber dass es gerade hier so leckt, ist gerade nicht so geil. Er ist über mir. Was ist das? Eine antike Münze. Ich habe schon gelesen, dass das Spiel einige Probleme hat, was das angeht. Es ist so immer wieder ein bisschen laggt auf dem PC. Hallo? Okay. Was war das? Hier ist was zum Speichern. Okay, mal kurz abspeichern, Leute. Oh mein Gott. Das ist nicht so geil. Karte des Haupthauses. Das ist so eine berühmte Kiste. Waffenobjekte wurden hinzugefügt. Eine verschmutzte Münze. Das ist die, die wir bekommen haben, aus der Demo. Nur die Frage ist, was bringt denn die? Was bringt die mir? Wir können sie mal kurz untersuchen. Ist die gleiche Münze wie gerade eben. Aber komm, wir legen die mal. Legen die mal zurück, die brauchen wir jetzt gerade nicht, die zwei Sachen. Liefen furchtbar. Die sehen auch scheiße aus. Gut, hier haben wir ein Telefon. Was haben wir hier? Objekt im Inventar kombinieren. Okay, jetzt können wir hier die. Was ist das? Flüssige Chemikalie? Eine Chemikalie? Eine Flüssigkeit, die erst mit anderen Objekten kombiniert werden muss, um nutzbar zu machen. Was steht da? Einfach nur Chemikalie, okay. Wahrscheinlich die beiden Sachen kann ich kombinieren. Ah! Okay, cool. Was macht das hier? Stellt einen Erste-Hilfe-Kasten her. Haben wir hier noch etwas? Sieht nicht so aus. Okay, wir müssen wieder raus zu dem Verrückten dort. Entriegelt. Oh, was ist? Ja. Ein Dietrich. Nice. Hallo? Zoe, right? And what the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta Hab get out of the house. There might be a way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. Oh, guck mal, wie die Hand da drauf genäht, dran genäht worden ist. Danke, Zoe. Okay.